Nicht, wenn ich etwas dagegen tun konnte. Ich bin dir zu viel schuldig, als dass ich zulassen kann, dass dir wegen irgendeinem Unsinn etwas passiert. Ein Schatten der Sorge fällt über das Gesicht des alten Mannes. Er legt besorgt die Stirn in Falten, als er Palegina zärtlich wieder auf die Füße hilft. My girl, what that satyr said is not nonsense. He had good reason to be afraid. Mein Mädchen, was Tartal gesagt hat, ist kein Unsinn. Er hat guten Grund, besorgt zu sein. Er blickt dich an und sucht Bestätigung. Natürlich, die Besiedlung hat zu viel gefährliches Potenzial, dass man einfach jeden alles erforschen lassen könnte. Es gibt keine Gefahr, das stimmt. Besiedler müssen einfach verantwortungsbewusst sein. Nein, Tartal hat einen Aufstand gemacht wegen gar nichts. Fortschritt sollte nicht von Angst aufgehalten werden. Mit den Achsen zuchten. Nehmen wir mal die zwei. Sadly, many are not. And as a group, we have no ability to monitor and reprimand those who act irresponsibly. Giacolo seufzt. Leider sind das viele nicht, und als Gruppe haben wir keine Möglichkeit, jene zu überwachen oder Maß zu regeln, die sich unverantwortlich verhalten. And you should not be expected to. Who would even be capable of doing such a thing? Und das kann auch niemand erwarten. Wer wäre denn überhaupt fähig, so etwas zu tun? Im Interesse der allgemeinen Sicherheit sollten die Herrschenden den Einsatz der Beseelung einschränken. Die Beseeler sollten sich organisieren, um zu verhindern, dass einige von ihnen außer Kontrolle geraten. Das Volk sollte entscheiden, wie die Beseelung eingeschränkt werden soll. Nein, das dritte nehmen wir sicher nicht. Das hat im Dürrwald schon nicht funktioniert, als in Trutzbucht alle randaliert haben und das Beseelerheim eingezündet haben. Also eher nicht. Und die Herrschenden haben meistens keine Ahnung. Wenn, dann sollten die Beseeler selber die Verantwortung haben. How would that work? Would Animances submit to the authority of other Animances? So wie sich Magier der Autorität anderer Magier fügen. Der große Zirkel. Wenn da einer aus der Reihe tanzt, dann ja. Wie würde das funktionieren? Würden sich Beseeler der Autorität anderer Beseeler fügen? Perhaps, perhaps. Old age has a few benefits, my girl. One is a measure of respect from your younger colleagues. Vielleicht, vielleicht. Ein hohes Alter bringt ein paar Vorteile, mein Mädchen. Einer davon ist ein gewisser Respekt seitens jüngerer Kollegen. Ja, wenn man einen Beseelerzirkel aus den ältesten, verantwortungsvollsten bilden würde, die sich halt noch gegenseitig überwachen und die Jüngeren unter Kontrolle halten, so eben wie bei Erzmagiern. Ich meine, Akemir scheint ja auch in einem Zirkel zu sein, der gewisse Kontrolle hat. If we attempted to guide them with a gentle hand, ack, perhaps. Wenn wir uns bemühen, sie mit sorgfältiger Hand zu führen, vielleicht. Giacolo streicht sich über das Kinn und nickt. Palegina erwägt deine Worte und Giacolos Worte. Sie nickt und wendet sich ab. Du merkst schnell, dass sie in Gedanken versunken ist. Der Moment geht schnell wieder vorbei. Well, it appears we are done here. We should see you back to Nekataka, Maestro Giacolo. Gut, es scheint, dass wir hier fertig sind. Wir sollen dich nach Nekataka zurückbringen, Maestro Giacolo. Ack, before I go, I want you to have this, Simoranet. An amulet of my own invention. It resonates with the godlike souls. Even severed, there is enough magic in your chime to activate its power. Ack, bevor ich gehe, sollst du das hier haben. Ein Amoramet. Amoranet, ein selbsterfundenes Amulett. Es harmonisiert mit dem gottähnlichen Sehen. Selbst getrennt ist noch genug Magie in deinem Glockenschlag, um die Kraft zu aktivieren. Herzton-Amulett. Wow. Das muss ich mir mal kurz durchlesen. Herzton-Amulett. Zusätzliche Effekte. Nimbus des Todes. Nur Gottähnliche des Todes oder Wächter? 5% Chance, einen Gestanden oder eine Bestie mit weniger als 100 Gesundheit beim Treffen sofort zu vernichten. Herzfeuer. Nur Gottähnliche des Feuers. 20% Chance, 20% des Schadens von Angriffen mit dem Schlüsselwort Feuer in Gesundheit umzuwandeln. Gottähnlicher des Mondes gewährt Mondherz. Was heißt auf alle Kraftstufen? Wow. Natur. Zuflucht. Nur Gottähnliche der Natur. Bei Flankierung oder Erleiden von Wirkungen auf den Körper setzen sich lediglich 95% des Schadens um. Wasser des Lebens. 30% Chance, 20% des Schadens und Angriff mit dem Schlüsselwort Wasser in Gesundheit umzuwandeln. Also wenn ich es Tekeo geben würde.
Gottähnlicher des Vogels. Plus 15 Abwehr gegen Absetzangriffe. Plus 10 Vorwärtskommen. Ja. Präsenz des Verfalls. Nur Gottähnlicher des Endes. 25% Chance, vorteilhafte Effekte von Feinden, um 3 Sekunden zu reduzieren. Mhm. Gottähnlicher des Todes ist Beerat. Gottähnlicher des Feuers ist Magran. Gottähnlicher des Mondes weiß ich jetzt gerade nicht. Natur ist Galarin, Meer ist Ondra, Vogel ist Jela. Ende ist wahrscheinlich Skeen. Oder ist das... Boetica. Nein, halt, Blödsinn des Endes. Das ist Rimmergant. Ja, gut. Panegina lächelt und nickt ihm zu, bevor sie ihn loslässt. In ihren Augen ist Traurigkeit, aber sie findet schnell wieder ihre Fassung. Ich weiß zu schätzen, was ihr beide für mich getan habt. Er lächelt und nickt und schlurft in Richtung des Docks davon. Gut. Und dahin machen wir uns jetzt auch davon, weil wir waren lange genug auf Stauholz jetzt wieder. Länger als ich eigentlich wollte, aber diese Quest da, diese Fragerei hat Zeit in Anspruch genommen. Und sie überhaupt zu finden... Du hast eine wichtige Botschaft von Captain Eldis erhalten. Lesen. Hallo Herzchen, ich habe gehört, du habest eine Abmachung, noch eine echt jetzt mit Forante getroffen, in den Saustall auf den Synchromsporen herumzuwedern. Bevor du es legst, um die Drecksarbeit für diese Sackratte zu erledigen, komm doch mal vorbei und lass uns reden, ja? Ich habe einen Vorschlag für dich, der dir gefallen wird. Ich werde einen Angriffsplatz im Fortunuslicht für die Defiant 3 reservieren. Deine ruchlose, aber glaubwürdigste Freundin oder mein Blut sei verdammt Eldis. Pace, bring doch mehr glasierte Nüsse mit. Du weißt doch, wie sehr ich sie liebe. Ja. Okay. Geht's, die Allianz hier? Nee, halt, das ist Huana. Hier, vorwärts, Gleichgesinnte. Okay, das heißt wieder nach Todeslicht. Das heißt, ich hätte erst nach Stauholz und dann nach Todeslicht müssen. Ah. Eigentlich habe ich ja nicht vor, Forante zu helfen auf Chromsporn. Eigentlich habe ich eher genau das Gegenteil vor. Und zwar... Bei von den 5 Fraktionen bringt das genau... 2,5 etwas. Den Huana, der Todesfeuergesellschaft und der Hälfte der Principi. Halt, warte mal, es sind ja nur 4 Fraktionen. Also bringt das von 4 Fraktionen 2,5 etwas. Are you ready to meet our commander? Right, ja, geh voraus. So komme ich schneller wie hin und her, oder? Nur, dass das komischerweise der Loading Screen etwas verbuggt ist. Tag, Eldis. Ich finde, der Trick mit den Sirenen ist ganz einfach. Du reißt ihnen die Zunge heraus, kapiert? Was kann ich denn für dich tun, Schätzchen? Ne? Was Forante betrifft. Du hast etwas für mich, Täubchen. Ich höre. Ne? Lass uns ein anderes Mal. I am happily and wholehearted. We're the future. We're part. Ferrante, though, if you're Valian and you want to join our blood generation, you say consuelo make us.
Ja, ich sollte mit ihr reden, aber sie hat nichts, oder? You're a fine sight for sore eyes, Captain. What can I do you, loves? Nö. Das war jetzt einfach reine Zeitverschwendung, okay. Und ich habe aus Versehen den Knopf gedrückt, aber ich kann ihn mal gerade drin lassen, damit wir schneller wieder zum Hafen kommen. Oh, ist hier noch was Nützliches drin? Ja, Reparaturvorräte, yay. Nehme ich immer gern mit. Okay. Das heißt, wieder auf normalen Speed. Okay. Das ist eine Galeone, an der sollte ich eher vorbei. Sie hat nicht mal eine Flagge, hä? Die wahrhaft wahnsinnige Mürrischalter Forwin, wetterfester Comio, Todesfeuerhändler, unerfahrener Principi-Kapitän, ja. So, da erkunden wir mal ein bisschen. Sucher schlechter Überlebender wurde installiert. Du beginnst auch so meist die erste Quest dieses Abenteuers. Wenn die Burgvogtin mit dir Kontakt aufnimmt, nachdem du Pillars of Eternity 2 weit genug vorangekommen bist, um Kasuvari zu erreichen. Ah. Das ist also eine große Insel, die wir erkunden können. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo man da an Land geht. Ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wie man hier an Land gehen soll. Wahrscheinlich hier, oder? Nö, hier nicht und hier wahrscheinlich auch nicht, oder? Ah, ich kann doch gar nicht an Land gehen, scheinbar. Oh, das heißt, wir fahren hier jetzt herum. Essen ist kein Problem. Trinken eigentlich auch nicht. Du hast ein Klopfen an deiner Tür. Beodor, ich bin verzeiht. Wir sind hier schon etwas auf See, aber du warst die meiste Zeit über nicht in der Lage zu sprechen. Der Seemann schaut über deine Schulter und dann wieder auf dich. Also, wenn die Jungs und Mädels hier deine Befehle folgen sollen, dann solltest du dich vielleicht richtig vorstellen. Zeig ihnen, was für einer du bist. Willst du damit sagen, dass ich mir um etwas Sorgen machen müsste?
die Besatzung antreten lassen und eine Rede halten. Geht und ruft die Besatzung auf Deck zusammen. Die kleine Seeleute hängt schlaff vor der Reling, hockt auf Kisten und zieht sich an die Geländer. Ihre Augen sehen dich an, als du auf Deck stolzierst. Meine Damen und Herren, willkommen an Bord, die Feindreich. Ich heiße Hage und wir kämpfen. Ja, genau, wir filmen gleich ab und fliegen, was weiß ich wohin. Ahoi Seeleute, ich nehme an, ich nehme mir, was ich will, wann ich es will und das Heavy geht für meine Geißlein des Schiffes. Das ist meine Besatzung nach meinem Geschmack. Kannst du glauben, dass die Statue meiner Kajüte meinte, dass ihr nicht viel hermacht? Die Augen haben den Schleier des Todes enthüllt und ich bin ihr Herold von Berhaf und vor strengeres Willens zurückgekehrt. Nehmen wir die drei. Ja, Unbeschwertheit, ja. Die anwesenden Seemänner kichern und ein Ingrims Lachen bricht zu einem unfreiwilligen Grunzen zusammen. Der Kapitän redet nicht von dir, alter Ingrim, ruft und dort regiere und sorgt dadurch für eine zweite Runde Unterhaltung. Ja, Moral erlangt.